Die Gewerbeverbände Tegernseer Tal, Holzkirchen und Schliersee hatten am 25.06.2012 zum Sommertreff geladen. Gastredner Ingolf F. Brauner, Präsident des BDS Bayern, zum Thema der BDS und die Werte der Selbstständigen in Bayern. Herr Brauner, wie sehen Sie Aufgabe und Bedeutung des BDS Bayern? Ja, wir sind der größte branchenübergreifende Mittelstandsverband in Bayern. Wir vertreten über 20.000 Mitgliedsunternehmen, sind damit die Interessensvertretung des Mittelstands auch in gesellschaftlichen und politischen Fragen. Andererseits sind wir auch ein sehr großes Unternehmernetzwerk in Bayern und auch Dienstleister für unsere mittelständischen Betriebe. Speziell in Krisenzeiten betont man die Bedeutung des Mittelstands. Wie kommt das? Der wesentliche Unterschied zwischen einem Mittelständler und einem Manager eines Konzernunternehmens ist natürlich, dass der Mittelständler in aller Regel mit seinem eigenen Geld arbeitet, seine Risiken selbst trägt und dann natürlich auch in Krisen versucht, dennoch nachhaltig zu arbeiten, die Risiken zu minimieren, eigenes Engagement einzubringen, eigene Verantwortung einzubringen. Und wir haben das in den letzten Jahren ja gesehen. Da baut man eben Personal nicht ab, sondern man versucht es zu halten. Man bringt Kapital ins eigene Unternehmen und man handelt natürlich auch deutlich flexibler, als ein Großunternehmen das kann. Und ich denke, das macht die Stärke des Mittelstands aus. Und diese Flexibilität ist ja auch die Stärke, die wir in Deutschland haben mit dem Mittelstand als seinem Rückgrat. Würden Sie uns kurz die Wertesäulen des Selbstständigen nennen und beschreiben? Die drei Kernwerte der Selbstständigkeit, wie wir jetzt vom BDS durch Umfragen auch herausgefunden haben, sind einmal die Freiheit. Da ist primär natürlich die unternehmerische Freiheit gemeint, aber auch mit der Verantwortung für die Gesellschaft, die hinter der Freiheit steht. Dann zum Zweiten natürlich das Vertrauen. Betriebe basieren heute auf Vertrauen. Es ist das Vertrauen des Chefs in seine eigene Leistung, seinen Betrieb, seine Zukunft, auch das Vertrauen in die Mitarbeiter, das Vertrauen in die Leistung, das Vertrauen in die Qualität. Und an dritter Stelle die Verantwortung. Da denke ich, das kann man auch dahingehend sehr weit fassen, dass ja ein Mittelständler auch die Verantwortung trägt für die Zukunft, für seine Kinder, für die Nachhaltigkeit, für die Geschäftspartner. Sie haben systembedingte Probleme für die Selbstständigen erkannt. Ja, wenn man über Perspektiven spricht, muss man natürlich vom Ist-Zustand erstmal ausgehen. Aktuell ist es so, dass wir unter einem großen Paket der Bürokratie leiden. Es sind ca. 90.000 Gesetze, Regelungen, Verordnungen, die wir berücksichtigen müssen. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass die Politik heute häufig sehr kurzfristig denkt. Wenn von Veränderungen gesprochen wird, dann wird oft kein großer Schritt getan, sondern es wird vom linken auf den rechten Fuß getreten. Was wir brauchen, um aus dieser Situation herauszukommen, ist eine deutlich visionärere Politik, die sich auch wirklich auf die Stärke des Mittelstands bezieht. Es ist nun mal so, dass wir der größte Leistungsträger in Deutschland sind. Und das wäre eben auch mein Wunsch, endlich mal ein großes Rad zu drehen und nicht immer nur an Kleinigkeiten herumzudoktern. Herr Brauner, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.